Unsere Bestenliste zeigt die derzeit besten Samsung High-End-Smartphones auf dem Markt. Dafür hat unsere Fachredaktion Testberichte aus 92 Testmagazinen für Sie ausgewertet. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Samsung Galaxy S22 Ultra. Der S Pen wird in einer Aussparung auf der Unterseite untergebracht. Bildquelle: Samsung.com. Das Ultra ist im Galaxy S22 Lineup wieder das Topmodell, unterscheidet sich diesmal aber stark von den beiden kleineren Versionen S22 und S22 Plus. Vielmehr entspricht es der Designphilosophie Galaxy Note-Reihe, die zuletzt 2020 ein neues Modell erhielt. Design und Verarbeitung: der Exot in der S22-Riege. Wie auch in den Vorgängergenerationen ist das Ultra wieder das größte Gerät im Galaxy S-Portfolio. Es setzt aber auf ein ganz eigenständiges Design im Vergleich zu den beiden günstigeren Modellen. Der Look wirkt kantig und das Gehäuse aus Metall und Glas wirkt wuchtig und wertig zugleich. Mit 229 Gramm ist das S22 Ultra aber auch kein Leichtgewicht. Wie in der High-End-Klasse üblich ist es auch wasser- und staubdicht. Apropos Staub, das Kameramodul mit einzelnen, aus dem Gehäuse her ausstehenden Kameralinsen dürfte etwas schwierig zu reinigen sein, wenn sich Staub an den Kanten absetzt. Display auf demselben, hohen Niveau. Beim Display bleibt fast alles beim Alten, wieder einmal erwartet Sie hier ein extrem leuchtstarkes und großes OLED-Display, das seine Bildwiederholrate dynamisch an den jeweils dargestellten Inhalt anpasst, 1 bis 120 Hertz. Das spart Strom und sorgt stets für einen angemessenen, geschmeidigen Bildlauf. Die Displayränder sind minimal schmaler geworden und im Gegensatz zu S22 und S22 Plus ist er über den Rand gekrümmt, was nicht jedem bzw. jeder gefallen dürfte. Die Auflösung fällt höher als bei den kleineren Modellen aus. Note: Behelf, Rückkehr des aktiven S Pen Stylus. Das S21 Ultra bot bereits die Bedienung mit Samsungs S Pen, aber in einer passiven Variante. Mit dem S22 Ultra kehrt Samsung zurück zum aktiven Stift, der beim Einstecken in die praktische Aussparung auf der Unterseite automatisch und blitzschnell aufgeladen wird. Er ist per Bluetooth mit dem Gerät verbunden und lässt sich so auch als Fernbedienung nutzen, zum Beispiel für Präsentationen oder als Fernauslöser. Auch auf dem ausgeschalteten Display lassen sich schnell Notizen anfertigen. Die S Pen App bietet darüber hinaus Unmengen an Notiz- und Zeichenoptionen. Kameras, Detailverbesserungen und mehr Zoom. Bei den Kameras versucht Samsung in allen Belangen eine kleine Schippe draufzusetzen, fokussiert sich dabei aber auf die Telefotolinsen für bessere Zoom-Ergebnisse sowie eine noch bessere Lichtaufnahme für schwierige Lichtbedingungen. Hier eine Übersicht über die Kameras. 40 MP Selfie-Kamera, deutliche Verbesserung gegenüber der Vorgängergeneration, stark bei Videos. 108 MP Hauptkamera, Pixelbinning mit 9 statt bisher 4 Pixeln für noch mehr Lichtinformationen. Zwei Telefotolinsen mit 3x respektive 10x Zoom, digitaler Zoom bis zu 100x mit entsprechenden Qualitätsabstrichen, aber dafür guter Stabilität. 12 MP Ultra-Wide-Kamera, unverändert gegenüber Vorgängermodell. Videos in 8K-Auflösung können jetzt auch mit der Hauptkamera angefertigt werden, aber nur mit 24 Bildern pro Sekunde. 4K bleibt also weiter die bessere Wahl. Für Fotoprofis gibt es einen RAW-Modus für die Hauptkamera, der mit 16-Bit-Farbtiefe protzt und allerlei Optionen wie ISO-Zahl, Weißabgleich und Co. bietet. Performance und Speicher, zwischen Down- und Upgrade. Beim Arbeitsspeicher gibt es ein kleines Downgrade. Während das S21 Ultra noch mit 12 GB protzte, bietet das Einstiegsmodell der S22 Ultra Generation nur 8 GB, was aber immer noch mehr als genug ist. Beim Chipsatz handelt es sich um das erwartbare Upgrade auf die neueste Samsung Exynos Generation, die bereits im energieeffizienten 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wird und somit eine gute Energieeffizienz bei weiterhin sehr starker Leistung verspricht. Die Grafiklösung auf Basis von AMDs RDNA2-Plattform unterstützt in der Theorie moderne Grafiktechniken wie Raytracing, aber Samsung selbst mangelt es noch an Praxisbeispielen für diese neuen Spielereien. Viermal neues Android.
Das S22 Ultra wird zum Start mit Android 12 und Samsungs One UI-Bedienoberfläche ausgeliefert. Der Hersteller verspricht diesmal 4 Upgrades der Hauptversionen, also bis Android 16, sowie Sicherheitsupdates für die nächsten 5 Jahre. Akku und Laden, immer noch eher unauffällig. Während die beiden anderen S22-Modelle mit Rückschritten bei der Akkukapazität daherkommen, bleibt es beim Ultra bei 5000 mAh, was für einen Tag normaler Nutzung ausreichen dürfte. Die Ladegeschwindigkeit ist mit maximal 45 Watt höher als beim Vorgänger, aber im Vergleich zu anderen Android-Flaggschiffen wie dem Mittwoch 11 Ultra nicht sonderlich schnell. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verfügbarkeit und Preisgestaltung. Das S22 Ultra geht Ende Februar in den Verkauf. Die UVP für das Einstiegsmodell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher liegt bei heftigen 1.249 Euro. Speicherupgrades schlagen mit etwa 100 Euro Aufpreis zu Buche. Die größte Version mit einem Terabyte Speicher ist exklusiv im Samsung Store erhältlich. Dort gibt es auch einige exklusive Farbvarianten für Designverliebte. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Auch 2021 wieder ein Flaggschiff par excellence. Auch im Jahr 2021 bleibt sich Samsung treu und liefert mit dem Galaxy S21 Ultra 5G das diesjährige Flaggschiff, das es in insgesamt 5 Farben und 3 Speichervarianten gibt. Auf der Front des Smartphones gibt es nicht viel, das man beschreiben könnte. Sie besteht ausschließlich aus einem knackscharfen und exzellent aussehenden AMOLED-Displays, das eine erneut kleiner gewordene Pancho-le-Notch für die Frontkamera mittig an der oberen Kante verbaut hat. Das 6,8 Zoll große Display kann HDR-Inhalte wiedergeben, ist extrem leuchtstark und dank gestreckter QHD-Auflösung, 1440p, wirklich scharf. Wie der Vorgänger kann auch das S21 Ultra flexibel bis zu 120 Hz darstellen, was Bewegungen in bestimmten Anwendungen butterweich wirken lässt. Das Display unterstützt auch Stifteingaben mit dem Samsung S Pen, der allerdings separat gekauft werden muss. Das Galaxy S21 Ultra 5G verwendet wie die beiden anderen Modelle der S21-Reihe den Exynos 2100 Chipsatz, der eine maximale Taktrate von 2,9 GHz bereitstellt und stark genug für jede erdenkliche Anwendung ist. Auf der Rückseite prangt ein gewöhnungsbedürftig groß geratenes Kameramodul, das aus 4 bildgebenden Objektiven für unterschiedliche Zoomstufen und Weitwinkeloptionen besteht. Der Akku ist stark genug für mindestens einen vollen Tag und kann mit 25 Watt oder kabellos mit 15 Watt auf seine maximal 5000 mAh betankt werden. Auch die Funktechnik ist mit 5G-Mobilfunk und flottem Wi-Fi 6E auf dem neuesten Stand. Einige zum Teil ganz neue Nachteile schmälern jedoch die Kaufempfehlung. Zum Ärgernis vieler Nutzerinnen und Nutzer schlägt Samsung mit den Modellen der S21-Reihe einen kontroversen Weg ein. Gehörten Kopfhörer und ein Netzteil bis dato zum Standardlieferumfang eines Samsung-Smartphones, geht der Hersteller nun denselben Weg, wie Apple es bereits mit den Modellen der iPhone 12-Reihe vorgemacht hat. Kopfhörer und Netzteil werden nicht mehr mitgeliefert und müssen bei Bedarf separat gekauft werden, das Netzteil schlägt immerhin mit 35 Euro zu Buche. Auch verzichten die neuen Galaxy-Smartphones nun erstmals auf eine Speicherkartenaufnahme. Sie sollten also vor dem Kauf wissen, wie viel Speicherplatz sie benötigen und müssen eventuell zur teuersten Variante greifen, wenn zuvor noch die geringste Speichergröße im Zusammenspiel mit einer großen Speicherkarte ausgereicht hat. Mit 1430 Euro ist die 512 GB-Variante extrem teuer. Damit streicht Samsung einige zentrale Vorteile seiner Vorgänger, wodurch die Kaufempfehlung mit Blick auf die Konkurrenz immer kleiner wird. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy S22. Simple Modellpflege oder echte Innovation? Diese Frage könnte man sich beim Blick auf das brandneue Samsung-Flaggschiff stellen. Rein optisch hat sich zum Vorgänger so gut wie nichts verändert. Allerdings besteht die Rückseite nun aus Glas und kommt nicht mehr in schönödem Plastik daher, für den Preis eigentlich selbstverständlich, und dieser ist mit 849 Euro, 128 GB, oder 899 Euro,
256 GB, zum Marktstart am 11. März 2022 wie gewohnt hoch. Zudem ist das gesamte Gehäuse insgesamt ein wenig schlanker geworden. Nachteil: Der Akku schrumpft von 4000 mAh indessen auf 3700 mAh. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Akkulaufzeit kürzer wird, denn der neue hauseigene Exynos 2200 Chip wurde im 4nm-Verfahren gefertigt, was eine zum Vorgänger gesteigerte Energieeffizienz zur Folge haben dürfte. So sollten Sie mit dem S22 in etwa genauso lange ohne Steckdose auskommen, wie mit dem Vorgänger. Beim Display hat sich kaum etwas verändert. Es kommt die altbekannte Full-HD-Auflösung bei dynamischen 120 Hz zum Einsatz. Bei bestimmten Aktivitäten kann die Bildwiederholrate so herunterfahren, um Energie zu sparen. Leider hat Samsung seine Datenblätter nachträglich geändert. Das Display unterstützt offenbar nur 48 bis 120 Hz und nicht 10 bis 120 Hz, wie es zuvor angegeben war. Das ist sehr enttäuschend. Auf der Rückseite befindet sich das bereits vom Vorgänger bekannte Kameramodul aus drei Linsen, Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Telefoto für den dreifachen Zoom-Eindruck. Die maximale Auflösung beträgt 50 Megapixel und Samsung verspricht, die Software für eine verbesserte Low-Light-Performance überarbeitet zu haben. Sie haben leider nur zwei Speichervarianten zur Auswahl, dafür aber bis zu 8 Farbvarianten. Speicherkarten kann das Gerät nicht verwenden und der Lieferumfang ist für diesen Preis leider, wie mittlerweile üblich, schwach. Das Galaxy S22 kann seinen Akku mit bis zu 25 Watt aufladen, was im Vergleich zu anderen Herstellern sehr gering ist. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lohnt sich das Galaxy S22, wenn ich ein S21 besitze? Da sich die Neuerungen in dieser Generation in Grenzen halten, das Design weitestgehend gleich geblieben ist, der Preis bei eher schwachem Lieferumfang und magerer Akkuausstattung am Ende doch gewohnt hoch ausfällt, können Sie als regelmäßige Samsung-Käufer in diese Generation getrost überspringen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy S21 5G. Das Kameramodul hebt sich schick vom restlichen Plastikgehäuse ab. Bildquelle: Samsung.com. Neues Jahr, neue Galaxy S-Modelle, seit 2009 ist Samsung hier pünktlich wie ein Uhrwerk. Auch 2021 beschert der Smartphone-Riese eine neue Generation der beliebten Flaggschiff-Baureihe. Der Name passt zum Veröffentlichungsjahr. Viele hatten eigentlich Galaxy S30 als neue Benennung erwartet. Wie auch bei der S20-Generation wird es das Gerät in drei Varianten geben, das Basismodell sowie eine Plus- und eine Ultra-Variante. Display: weiterhin kompakt und mit Hertz. Das Basismodell ist weiterhin vergleichsweise kompakt und bietet ein 6,2 Zoll Display. Die Frontkamera wird weiter in Form eines Loches mittig am oberen Rand platziert. Die Auflösung bewegt sich etwa auf Full-HD-Niveau und freilich kommt wieder ein Samsung-eigenes Super AMOLED-Panel zum Einsatz. In den Vorjahren hatten die Galaxy-Modelle schon Auflösungen im Bereich um 1440p verbaut, weshalb das wie ein Rückschritt erscheint. Aber dieses vermeintliche Downgrade hat einen Grund: Das Display bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das macht nicht nur alle Animationen deutlich geschmeidiger, sondern kann in Spielen auch für einen klaren Mehrwert sorgen. Die Bildrate ist adaptiv und passt sich somit automatisch an den angezeigten Content an. Bei statischen Bildern geht es runter bis auf 48 Hz, was Akkukraft spart. Die Rückseite des S21 ist aus Kunststoff, was für ein Premium-Smartphone etwas ernüchternd ist. Immerhin ist das Kameramodul schick in das Gehäuse eingefasst und farblich mit dem Rest des Gehäuses abgestimmt. Innenleben: neuer Funk und gewohnte Power. Beim Chipsatz läuft es wieder auf unterschiedliche Lösungen je nach Region hinaus. Ein Teil der S21-Riege bekommt den brandneuen Snapdragon 875 Prozessor und einige Regionen, darunter auch Deutschland, kriegen Geräte mit Samsungs eigenen Exynos 2100. Die Unterschiede waren in den Vorgängergenerationen marginal, aber die Snapdragons sind erfahrungsgemäß etwas performanter. An Rechenleistung wird es dem High-End-Smartphone aber sicher nicht mangeln. Der Arbeitsspeicher beträgt bei beiden Modellen 8 GB,
Für 50 Euro mehr gibt es 256 GB Speicher. Mit dem Chipsatz einher geht auch der Support für 5G-Mobilfunk sowie Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6. Hier kommt darüber hinaus erstmals der neue Standard Wi-Fi 6E zum Einsatz. Dieser bietet ein zusätzliches 6 GHz-Funkband, was in Gebieten mit sehr vielen WLANs auf den beiden anderen Funkbändern ein enormer Vorteil sein dürfte. Passende Router sind noch eine Rarität. Akku des S21, weniger Kapazität, aber schneller wieder voll. Die technischen Daten zeigen, dass das S21 bei der Akkukapazität einen Rückschritt macht. 4000 mAh statt der 4500 mAh der Vorgängergeneration lassen eine Reduktion der Akkulaufzeit vermuten. Doch der neue Chipsatz arbeitet sicher energieeffizienter als die Vorgänger und auch softwareseitig dürfte Samsung am Energiemanagement gefeilt haben. Hinzu kommen die Optimierungen von Android 11, das die Grundlage für Samsungs O-neue Betriebssystem darstellt, sowie die Einsparungen durch die adaptive Bildwiederholrate. Vermutlich wird sich die Laufzeit also auf demselben, insgesamt soliden Niveau bewegen. Galaxy S21 Kameras, Trio ohne Überraschungen. Statt auf Megapixel-Überfluss setzt das Gerät auf eine Hauptkamera mit 12 MP, die dafür aber mit exzellenter Sensortechnik aufwartet. Signifikante Fortschritte gegenüber der S20-Kamera, die ebenfalls 12 MP bietet, sind eher nicht zu erwarten. Hinzu kommen eine Ultra-Wide-Kamera mit ebenfalls 12 MP sowie eine Telefotolinse mit 64 MP. 4K-Videos mit 60 FPS sind ebenso möglich wie 8K-Aufnahmen bei 30 FPS. Front- und Rückkamera können auch gleichzeitig Videos aufnehmen, was für Vlogger und Instagram-Aficionados spannend sein könnte. Wer noch höhere Ansprüche an die Kameraqualität hat, wird dann eher beim S21 Ultra fündig, das mit einer deutlich besseren Hauptkamera sowie zwei optischen Zoomstärken kommt. Enttäuschende Einsparungen trotz gleichem Preisniveau. Das S21 rühmt sich damit, einen etwas geringeren Einstiegspreis als in den Vorjahren zu haben. Mit 850 statt 899 Euro bleibt das Preisniveau aber letztlich dasselbe. Bei den dafür eingegangenen Abstrichen wird es bitter. Eine für ein Flaggschiffmodell unwürdige Plastikrückseite statt Glas wie beim Schwestermodell S21 plus 5G sowie ein Verzicht auf jegliches Zubehör, ähnlich wie Apple es beim iPhone 12 tut. Den Speicherkartenslot hat Samsung auch endgültig begraben. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Nach der Handelsstreitbremse für Huawei ist Samsung im Hinblick auf Falthandys am europäischen und amerikanischen Markt allein auf weiter Flur. Auch ohne den Konkurrenten im Nacken macht es sich Samsung nicht gemütlich und versucht, das Fold mit der dritten Generation in noch viel mehr Hände zu bekommen. Die auffälligste Neuerung ist eine Reduktion des Preises. Mit einer UVP von 1.799 Euro für das kleinere 256 GB Modell bewegt sich aber letztlich auch das dritte Fold weit jenseits eigentlichen Handyspitzenklasse im Bereich um 1.000 Euro. Trotz der Kostenreduktion wurde deutlich mehr auf die Qualität des Gehäuses, des Displays und des Scharniers geachtet. Gegenüber dem Vorgängermodell erwartet sie hier ein deutlich robusteres Gerät. Das Display setzt auf Gorilla Glass Victus, das deutlich besser vor Kratzern schützt und Wasser kann dem Gerät nichts mehr anhaben. Staub ist allerdings immer noch der Tod für das inzwischen ebenfalls robustere Klappscharnier. Das Außendisplay ist 6,2 Zoll groß und lässt sich somit wie ein gewöhnliches Smartphone ohne Komforteinbußen verwenden. Der namensgebende Fold-Bildschirm auf der Innenseite ist mit 7,6 Zoll einfach gigantisch groß. Samsung hat seine Android-Oberfläche auch extra so modifiziert, dass die gleichzeitige Verwendung mehrerer Apps auf dem Riesendisplay kein nerviges Gefrickel erfordert. Die Bildqualität ist bei beiden Bildschirmen überragend, auch wenn auf dem Hauptdisplay weiterhin die Falz deutlich sichtbar sein kann, wenn das Licht ungünstig fällt. Bei den Kameras erwartet sie gutes Oberklassenniveau mit typischen Samsung-Eigenheiten wie der Single-Take-Funktion und sehr stark betonten Farben. Neben Haupt- und Ultraweitwinkellinse gibt es hier auch wieder ein Teleobjektiv für Zoom-Aufnahmen. Für Selbstporträts stehen gleich zwei Frontkameras zur Verfügung, eine Pro-Display. Die Akkukapazität beträgt 4400 mAh, was etwa auf Durchschnittsniveau ist.
Ein Langläufer ist das Gerät auch wegen der doppelten Belastung durch die zwei Displays nicht. Erstmalig wird beim Fold auch Samsungs Bedienstift S Pen unterstützt, um handschriftliche Notizen, Zeichnen und Co. komfortabler zu machen. Aktuell ist das Gerät aber nur mit dem Sondermodell S Pen Fold Edition oder dem Topstift S Pen Pro kompatibel. Eine Halterung am Gerät gibt es leider nicht. Mitgeliefert wird der Stift ebenfalls nicht. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy S22 Plus. Teure Flaggschiff-Technik mit Abstrichen. Samsung hat seine neue Galaxy Generation präsentiert, doch beim ersten Blick fällt auf, dass sich zumindest optisch nicht viel getan hat. Im Vergleich zum Vorgänger könnte man meinen, das Gerät sei identisch. Allerdings besteht die Rückseite nun endlich aus edlem Glas, wie es sich für ein Gerät der 1.000-Euro-Klasse auch gehört. Das Gehäuse ist außerdem ein wenig schlanker geworden, wodurch Samsung jedoch gezwungen war, den Akku zu verkleinern. Dieser schrumpft von 4800 jetzt auf 4500 mAh. Angesichts des neuen und in Sachen Energieeffizienz abermals verbesserten Exynos-Chipsatzes dürfte dies jedoch nicht für eine kurze Laufzeit sorgen. Sie sollte in etwa wie die des Galaxy S21 Plus ausfallen. Samsung hat rund eine Woche nach Veröffentlichung der Modelle die Datenblätter geändert. Das Display unterstützt offenbar nur 48 bis 120 Hz und nicht bis 10 bis 120 Hz, wie es zuvor angegeben war. Das ist sehr enttäuschend. Auf der Rückseite befindet eine Dreifachkamera mit Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Telefoto für den dreifachen Zoom-Eindruck. Auch das Kameramodul ist exakt dasselbe wie beim kleineren Ableger. Mit 50 Megapixel und einer verbesserten Nachbearbeitung sollten Sie in jeder Situation tolle Fotos machen können. Besonderheiten oder wirkliche Neuerungen bleiben hier jedoch aus. Sie können das Galaxy S22 Plus in nur zwei Speichervarianten, aber bis zu 8 Farbvarianten wählen. Der Speicher lässt sich bedauerlicherweise nicht erweitern. Beinahe eine reine Größenvariante zum Galaxy S22. Ein positiver Unterschied zum kleineren S22, der Akku lässt sich mit 45 Watt deutlich schneller befüllen. Diese Euphorie wird jedoch im gleichen Atemzuge beim Blick in den Karton gebremst, ein Netzteil ist nicht enthalten. So ist die größere S22-Version im Grunde eine Kopie der kleineren Version, lädt zwar bedeutend schneller, hat dafür jedoch auch ein etwas unschärferes Display. Denn leider kommt das S22 Plus mit derselben Auflösung wie das kleinere S22, Full HD wirkt auf stolzen 6,6 Zoll mitunter schon etwas unpassend, vor allem in dieser Preisklasse ist das enttäuschend. Für den Preis von über 1000 Euro kann man an der einen oder anderen Stelle definitiv mehr erwarten, am Ende bleibt das Galaxy S22 Plus jedoch ein gutes Gerät, das für seine Ausstattung allerdings etwas zu teuer ist. Gibt es eine gute Alternative? Eine hervorragende Alternative ist das Google Pixel 6 Pro, es kommt mit unverändertem Android, hat 4 GB mehr Arbeitsspeicher für intensive App-Nutzung, insgesamt 12 GB, besitzt ein deutlich schärferes Display, QHD bei 10 bis 120 Hz, und dürfte dank des deutlich größeren Akkus etwas länger durchhalten. Falls Sie viel Speicher benötigen, kommt das Pixel 6 Pro wahlweise sogar mit 512 GB. Am Ende ist das Google-Smartphone rund 100 Euro günstiger. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Günstig und kompakt. Samsungs zweites Klapphandy mit flexiblem Display hört auf den Namen Galaxy Z Flip 3. Die größte Neuerung dürfte wohl die neue Preisgestaltung sein. Mit Summen ab 1049 Euro dürfte das Gerät so einige neue Interessenten gewinnen, vor allem weil es jetzt auch in Verbindung mit Providerverträgen öfter zu haben sein dürfte. Das Z Flip 3 ist perfekt für alle, die sich nach einem kompakten Smartphone sehnen, denn mit 183 Gramm Gewicht und der Klappmechanik ist es in dieser Preisklasse einfach konkurrenzlos hosentaschentauglich. Das Klappscharnier und das Display wurden noch einmal general überholt. Eine neue Aluminiumschicht schützt vor Kratzern und Displaybrüchen und die Ingenieure haben es vollbracht, die Konstruktion diesmal spritzwasserdicht zu gestalten. Staub ist allerdings weiterhin eine Gefahr für das Premium-Klapphandy. Starker Auftritt zweier Displays.
Auf der Außenseite befindet sich ein kleines Zusatzdisplay, auf dem Benachrichtigungen und Kurzinfos angezeigt werden können. Es dient auch als Bildvorschau bei der Aufnahme von Porträts. Das Hauptdisplay punktet mit schönen Farben, guter Schärfe und geschmeidigen 120 Hz Bildwiederholrate. Die Falz in der Mitte ist immer noch klar sichtbar, was den tollen Eindruck etwas trübt, aber nach dem aktuellen Stand der Technik kaum verhinderbar ist. Wohl verhinderbar war das erneute eher mäßige Fotoergebnis der beiden Hauptkameras. Hier gab es gegenüber dem Original keine merklichen Fortschritte. Im Vergleich zu anderen Geräten in der Spitzenklasse schneidet also auch das Flip 3 eher schwach ab. Kein Langläufer. In dem kleinen Gehäuse ist das Platzangebot nur begrenzt, was sich bei einem Blick auf die Akkukapazität bemerkbar macht. Mit den 3300 mAh dürften Sie bei normaler Nutzung immer noch gut über den Tag kommen, aber bei intensiver Nutzung dürfte ein Ladezwischenstopp an der Tagesordnung sein. Der nächste Produkt ist Samsung Galaxy S21 FE 5G. Genau wie bei der S20-Generation bringt Samsung bei der aktuellen S21-Generation eine Fan-Edition, dafür steht das FE, heraus. Fan-Edition heißt in der Praxis, vergleichbar gute Ausstattung wie das Flaggschiff zum niedrigeren Preis sowie mit einigen erträglichen Sparmaßnahmen sowie Änderungen auf Basis von Community-Feedback. So setzt sich das Galaxy S21 FE in die relativ kleine Lücke zwischen dem Galaxy S21 und dem Spitzenmodell aus Samsungs Mittelklasse Galaxy A52 5G. Diesmal gibt es beim FE aber keine günstigere Version mit 4G-Mobilfunk statt 5G-Ausbau. Das Display ist etwas gewachsen und misst nun 6,4 Zoll. Damit ist die FE-Version zwar größer als das kompakte Original, aber immer noch vergleichsweise handlich. Die Display-Spezifikationen bleiben derweil auf demselben, sehr guten Niveau, 120 Hz und OLED, viel besser geht es aktuell nicht. Beim Prozessor bleibt alles beim Alten. Wie so häufig bekommen europäische Käufer Samsungs eigene Prozessoren der Exynos-Reihe, während für den US-Markt die Snapdragon High-End-Chipsätze verbaut werden. Die Performance ist aber auch auf den Exynos-Geräten tadellos. Beim Basismodell des Galaxy S21 FE wurde der RAM gegenüber dem S21 etwas reduziert, bleibt mit 6 GB aber immer noch ausreichend groß. Beim Kameramodul bleibt fast alles beim Alten. Die Hauptkamera bleibt unverändert und brilliert immer noch mit einer Unmenge Features und guter Bildqualität. Die optische Bildstabilisierung ist gerade für Videos weiterhin ein Segen. Kleinere Abstriche gibt es aber dennoch. Die Telefotolinse löst etwas niedriger auf, wodurch Zoom-Fotos an Detail verlieren. Der Akku ist um 500 mAh auf 4500 mAh gewachsen. Die Laufzeiten dürften aber kaum anders ausfallen, da ja auch ein größeres Display den Stromhunger des Geräts erhöht. In Tests schnitt das S21 in der Disziplin Akku eher mittelmäßig ab. Immerhin geht das Aufladen recht schnell vonstatten, wenn das passende Netzteil im Haus ist. Denn im Lieferumfang befindet sich keins. Undefined.